Hallo Pokémon-Freunde, heute gibt es bei mir das Shiny Star V zu sehen, das High-Class-Pack. Ich habe mir auch diese Box geholt, weil es die in Deutschland nicht geben wird und auch international. Ich kann verstehen, dass sie sagen, komm, wir machen das nicht für Deutschland, das lohnt sich nicht, aber auf Englisch wird es die auch nicht geben. Ne? Das ist nur Pokémon Center, Gymbox und so weiter. Es ist ein Drilling eigentlich, ne? Also es gibt Marnie, es gibt Bay und es gibt sie. Und ich habe alle drei. Noch nicht hier, aber die habe ich jetzt schon hier. Ich wollte die einfach wegen der Box haben, ne? Also weil hier die Sleeves und so, das gibt es halt nicht anders. Und das ist so ein Sammlerobjekt und ich habe ja schon Bilder davon gepostet und es wurde gefragt, ja, wann machst du die auf? Ich wollte ein Display aufmachen. Und hier sind zwei drin. Und die jetzt aufzumachen und dann eins davon und den Rest so zu lassen und so, das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Also das bleibt zu. Ich stelle mir das ins Regal. Umgebe mich damit ein paar Monate, Jahre, wer weiß. Und dann gucke ich mal, was ich damit mache. Dann kommt irgendein Sammler daher und sagt, hier hast du meinen Ferrari. Und dann sage ich, ja, Porsche ist eigentlich meins. Aber gut, dann denke ich drüber nach. Und heute machen wir halt das hier auf. Ich bin gespannt. Da sind also so viele schöne Karten da drin. Also wirklich schöne Karten. Ja, also goldene, neue Amazing Rares sind dabei. Ich glaube, das ist sogar irgendwo. Ach nee, das ist nicht. Ich dachte, das wäre abgebildet. Doch, klar, hier. Da sind sie. Also zumindest der Ivetar hier oder wie er heißt. Ja. Wahnsinn. Ich bin vorbereitet. Ich habe heute eine Schere dabei, weil die teuerste Karte ist natürlich Burak VMAX in Shiny. Und nicht, dass das hier irgendwo gebogen wird. Deswegen schneide ich mal schnell auf. So, das war das letzte. Wunderbar. Diese schönen verarbeiteten fossilen Brennstoffe, die kommen mal da runter. Und dann fangen wir an. Hier sind so eine komischen Codes dabei. Keine Ahnung. Ne? Also muss man ein Schwert und Schild reinladen und dann kriegt man dafür irgendwas, glaube ich. So, es geht los mit Barracuda. Nee, wie heißt denn der Kleine? Weiß ich nicht genau. Ne? Wir haben Bautz. Wir haben Goldra. Ja. Goldra ist richtig. Ich gucke vorsichtshalber nochmal nach, dass ich die nicht falsch nenne. Ein Turbo-Patch, dann haben wir den Linoon, ne? Weiß ich jetzt nicht auf Deutsch, den Vogelfänger. Dann gehen die ersten Holos los. Galalauchzelot. Und das scheint mir Duraludon zu sein. Und Lapras-V. Und Galapantifrostmus und so weiter. Und das ist die Reverse-Holo-Version. Ihr habt das sicherlich schon überall gesehen. Ne? Hier sind so Ringe drauf. Die sind sehr, sehr glatt, glänzend. So, erstmal sehen sie aus wie normal lackiert. So, also nicht normal, sondern halt einfach drüber lackiert. Und dann bewegt man die aber so ein bisschen im Licht. Und dann sieht man hier sehr schön den Holo-Effekt da drauf. Interessant, auf jeden Fall. Lapras V ist jetzt noch nicht so der Hammer. Ne? Also, es ist relativ fest vorgegeben, was drin ist. Also in so einer Boosterbox können halt so und so viele Shinies drin sein. Und wenn man keine Amazing Rare drin hat, dann vielleicht eine goldene oder so. In die Richtung geht das. Bitzelbub oder so ähnlich. Ne? Mameon, mein Freund. Okay, Bunnelby oder wie heißt der in Scoppel? Das ist auf Deutsch. Okay, Scentiscorch. Wie gesagt, die haben wir alle schon gesehen. Das ist eine schöne Karte, glaube ich. Also die wird krass. Ne? Also Zacian wird noch besser. Gibt es auch für Zamazenta die Trainings, eine Trainerkarte, meine ich. So, er ist Schlaraffel. Halt alles Karten, die wir schon gesehen haben. Ich hatte das, glaube ich, in einem anderen Video schon angesprochen. Wenn nicht, kommt es noch, dass wenn man halt Deutsch, Englisch, Japanisch aufmacht. Man kennt die Karten immer schon, ne? Also selbst in dem japanischen Sonderset. Später kommt eine Karte, die wir im Deutschen vielleicht schon als Promokarte hatten und so weiter. Oder eben andersrum. Also man hat die Artworks dann letztendlich schon alle mal gesehen. So, Silembrim. Das ist dann ganz selten, dass mal irgendwie was Neues dabei ist. Obwohl selten heißt, ja, es sind dann letztendlich doch so viele, dass man nicht alle kennt, ne? Nochmal Scentiscorch V, oder? Inferno-Pot, ja, man erkennt ihn kaum wieder. Und dann haben wir noch eine Darkness-Energie. Ja, die hatte auch einen speziellen, so eine Versteck-Energie hieß die, ne? Und das eben in Reverse Holo. Ich finde es schade, dass, also die hat schon einen Stil, aber dass man sie hier nicht spielen kann, finde ich schade. Nächste Pack ist dann mit Rotom geht's los. Karma-Haps.
Applin? Wie heißt denn der? Knapfel bei uns, ne? Und es gibt doch auch so ein schönes Artwork, wo Morpeko auf ihn losläuft und ihn aufessen will und dann merkt, uch, geht gar nicht. Der komische Wald, Durengard, Unra Tytox, oder? Nee, Garbodor. Wie heißt denn der? Auf Deutsch, Deponitox, genau. Ich guck wieder nach. Das ist Hooper. Milotic, ja, das heißt nicht Dick, das ist Titch, der kommt aus Srebrenica, glaube ich. Da ist er aufgewachsen. Bolthund wie. Oder Belektro bei uns. Und Toxel als Reverse-Karte. Okay, drei Packs haben wir bisher aufgemacht. Noch kein Shiny dabei, kommt also noch. Ich habe die auch nicht, doch ich habe die so ein bisschen beim. Aha, jetzt sieht es gut aus. Ich habe die so ein bisschen durcheinander gewürfelt, so beim Aufschneiden vielleicht sind die, aber ist Reihenfolge ist auch egal. Morpeko, gerade haben wir drüber gesprochen, ja, hier in seinem Hamsterrad oder so ähnlich. Pekulente, Sanaconda, die Evolution Incense, ich weiß gar nicht, Entwicklungsrauch, Orbeetle. Habe ich die Box schon aufgemacht? Ja, ne? Aber das Video ist noch nicht draus. Die Aurora-Energie. Dann haben wir Boss Order in Rever nee, in Holo. Frothmoss in Holo. Okay, eine VMAX haben wir hier. Eternatus oder in Dynalos VMAX. Und die Durengard ist hier die Reverse Holo. Okay, also ja, es wird gut, habe ich gesagt, aber es ist immer noch keine Shiny. Okay, also das heißt zum Ende hin, ja, hinten raus wird es dann richtig gut bei mir. Okay. Ach man, der deutsche Name von ihr, Primona? Ich muss nachgucken. Primano. Andersrum. So, er hier wieder. Chiller. Wie heißt er denn? Der Kleine. Chiller aber richtig. Okay. Die Baroness. Irgendwas mit Team Yell. Keine Ahnung. Fischi. Dann haben wir Decidueye. Heißt der so? Nee, ne? Silvaro, ich weiß nicht, wie der jetzt auf Englisch ist, auch Gorgason, irgendwie. Und da muss ich auch jetzt nachgucken, um auf den Namen zu kommen. Glibunkel ist die Reverse. Tja, es ist ein Riesenset im Japanischen schon, im Deutschen sicherlich auch. Vielleicht stellen sie es anders zusammen. Milzeri oder so. Das komplett zu sammeln, das wird so unglaublich teuer. Apropos Preis. Ich habe jetzt so die Dinger auch verkauft für 120 bis 130. Es ist schon in Japan teuer. Man kann es leider nicht vergleichen. In Japan sieht man, dass die 70 € kostet oder so. Oder ja doch, 70 haben die vielleicht. Aber erstens Wechselkurs, zweitens Wechselgebühren, wenn man mit Kreditkarte bezahlt. Man zahlt ja in Yen, logisch heißt, das kommt drauf. Dann kommen enorme Versandkosten drauf. Und dann kommt noch Zoll drauf und dann kommt die Steuer erst drauf. Beziehungsweise zwischendurch, wenn ich es verkaufe, auch noch ein bisschen Gewinn. Poltergeist, Ball Guy, Samazenta in Holo haben wir hier, nochmal Fischi in Holo, Eternatus V, wir haben schon die V-Max dazu, also es ist schön, dass es zusammenpasst und nochmal in Reverse hier diese Team Yell-Fahne, wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Ding heißt. Immer noch nichts drin. Also so sind die Preise eben nicht ganz so vergleichbar. So, hey, eigentlich kostet bloß 70, wieso kostet hier so teuer? Weil eben da doch eine ganze Menge noch dazu kommt, so auf dem Weg nach Deutschland. Scorbunny haben wir auch schon gesehen, ne? Und ich glaube, es ist die Promokarte des Artwork. Also die Nummer 2 ist es von den Promokarten bei uns. Wie heißt er denn? Arboretos. Okay, ist die Vorentwicklung von Silvaro. Also wir haben immerhin so ein paar Bouts da ja auch schon dabei, so ein paar Entwicklungslinien dabei, dass die mal so vollständig werden. Das ist schön. Verlinkt Shimsticks, weiß jetzt nicht genau. Wie hieß denn die Psycho-Spezialenergie? Die hieß Horrorenergie bei uns, genau. Und hier haben wir unseren ersten Shiny Gala Barrikadax, nicht Barrikadax, wie heißt denn der? Zigzagoon. Zigzags. Zigzags heißt der bei uns. Okay. Die Farbe ist auch lustig, ne? Und blaue Zunge, echt? Das ist so wie, da gibt es auch so Tiere, so Hunde bei uns, die auch so blaue Zungen haben. Okay. Die haben auch Struktur. Und die Struktur geht aber nach unten nicht durch, ne? Wir haben es bei den Amazing Rares ja gesehen, dass so die Struktur dann auch bei den Energiekosten und so weiter dabei ist. Das haben sie hier
Nicht gemacht. Okay, unsere erste Shiny auf dem Holo-Spot. Die können wir mal hier so hinlegen. Oh, es ist Heatran, oder? Oh mein Gott, ich habe gesucht, wo ist denn hier überhaupt das Gesicht? Nochmal Belektro, glaube ich. Und Lapras V-Max. Und Sanaconda ist die Reverse. Achso, ich hätte die vielleicht schon draußen lassen können. Ne? Naja, wir gucken uns die am Ende sowieso nochmal zusammen an. Dann lassen wir mal die jetzt draußen. Okay, drei Packs habe ich noch. Mal wieder falsch rum. Und hier haben wir den Perlsacker, den Mauzinger, den Thermopod. Glibunkel habe ich mir jetzt gemerkt. Ja. Lecrurdon heißt der, glaube ich, bei uns. Ne? So ein Fossilien. Und der sieht auch so zusammengewürfelt aus, irgendwie. Ne? So aus verschiedenen. Genau wie die Fossilien eben. Die Versteckenergie. Ich hoffe, das ist richtig. Und das nächste Shiny ist Donjana. Oder auch Humanoid. Er hat, glaube ich, Fans. Also. Neulich hat sich jemand bei mir für Humanoid V interessiert. Schön, schön. Okay, also wir haben jetzt die zwei kleinen. War ja klar, dass die zum Ende kommen. Sie müssen ja drin sein in so einem Pack. Barrikadax in Holo. Er nochmal in Holo. Zwolok V. Und Brimano nochmal in Reverse Holo. So, der große Hit fehlt noch. Ne? Also hoffentlich ist der hier da drin. Ne? Irgendwie, also eine goldene wäre super geil. Und halt die Shiny V oder V Max. Also wenn es V-Max wäre, es wäre schon Micro. Hallöchen, eine Galaponita. Aber hier nochmal Lauchzelot. Chilabel, hier gucke ich lieber nochmal nach. Bevor ich es falsch sage, Rose Tower. Redner. Ne? Der von Nessa, ne? Das Pokémon. Ist sie mit drauf? Leider nicht. Sie nirgends mit drauf? Es ist doch, wir haben doch Glurak, das Leon mit drauf und den kleinen, weiß ich nicht, wo Bay mit drauf ist und so. Und Nessa haben sie nicht mit in den Hintergrund gepackt. Schade. Golisopod, Gabadingsbums. Wie heißt denn der wirklich? Auf Deutsch Tektas, englischer Name. Jetzt hier ist unsere Kyogre Shiny. Amazing Rare, meine ich. Die kann ich ein bisschen dichter ranhalten. Schöne Karte. Meine zweite japanische jetzt, ne, neben Jirachi. Und hier haben wir Zamazenta V. Und die letzte ist dann nochmal der Mauzinger. Okay, letztes Pack. Eine Shiny ist uns noch. Ist uns das Paket noch schuldig. Wenn das nicht drin ist, dann aber schicke ich es zurück. Klar, Flunschlick. Haben wir hier. Den hier noch gar nicht weggepackt. Britzigel. Ah, Sinistee. Wie heißt denn das Kleine bei uns? Fatalité. Ja, wieder nachgeguckt. Der geräumige Eimer oder so. Ne? Nochmal Sanaconda oder wie heißt der? Ja, doch, ist richtig. Sanaconda. Es ist ein kleines, ein drittes kleines Shiny. Es ist kein großes Shiny dabei gewesen. Ein drittes kleines Shiny. Aber es sind doch sowieso. Ist da für die Amazing Rare da? Olanga. Oder es kommt noch hinten drin. Vielleicht ist es ein Doppelpack. Kubuin? Es ist ein Doppelpack. Shiny Ditto. Also, freuen tue ich mich, weil es eben eine Karte ist, die es noch nicht gibt. Ne? Also Ditto V. Und dass ich jetzt ausgerechnet die habe, statt eine von denen, die wir schon mal gesehen haben. Das ist ja auch cool. Also Ditto ist geil und Ditto V-Max wäre natürlich noch ein bisschen cooler gewesen. Aber hierüber freue ich mich auch. Shiny Ditto. So, für die Zusammenfassung habe ich noch mal ein bisschen rangezoomt, ja, dass ihr die Karten besser sehen könnt. Wir haben also Lapras, wie gesagt, die Artworks, die kennt man jetzt schon irgendwie. Ja. Wir haben Infernopod, Belektro, Eternatus, Indynalos, ach, ich sage eigentlich die deutschen Namen gerade, ne? Zamazenta, das ist nicht schwer, da kann man sich nicht versprechen. So, Zwolok oder Dabwul und Urgel, Lapras, V-Max ist dabei gewesen, auch eine Karte, die wir schon vom Artwork her kennen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt in Japan auch doppelt ist oder ob die es da noch nicht gab. Die Eternatus V-Max. Es kann halt sein, dass das als Promokarte gab es die ja noch gar nicht. Die gab es schon als Promokarte.
Ich hole den Ordner jetzt nicht raus. Ne? Man könnte mal vergleichen, wie die aussehen. Der war ja eigentlich nur gespiegelt zu der normalen, die man da finden konnte. Dann haben wir Kyogre, eine Amazing Rare. Keine Goldkarte dafür. Wäre auch schön gewesen. Vielleicht sogar besser. Ja, ich glaube, wäre auf jeden Fall besser gewesen. Aber Kyogre auch nice. Dann kommen wir zu den kleinen Shinies, ne? Den Zigzags. Manolith. Dragapult. Und zum Schluss Ditto. Und das ist schon gut. Also es sind echt viele Hits und ganz, ganz viele schöne Karten dabei für den Preis. Also wenn ich mir vorstelle, in Japan zu leben und ich weiß jetzt nicht, wie die Einkommenssituation in Japan ist, aber ich glaube, dass da 70 Euro durchaus ein richtig, richtig guter Preis ist. Und wenn man es da vorbestellt hat, da gab es die vielleicht schon für 60 oder so. Und da kann man schon mal einen Case aufmachen davon, glaube ich. Also das finde ich schon gut in Deutschland oder im Rest der Welt. Wenn man jetzt $100 dafür ausgibt, geht auch noch. Also USA scheint da irgendwie ein bisschen günstiger zu sein. In Deutschland ist echt teuer, ne? Aber ich glaube auch noch in Ordnung. Wenn ich überlege, sind das 120 Euro, 130 plus die ganzen anderen Karten dazu. Also es ist knapp, aber ich glaube, es ist immer noch wert. Also es ist schon ein schönes Set. Vollständig wird es garantiert nicht, also nicht bei mir. Die bald vielleicht zwei, drei Karten oder so, die cool sind davon und den Rest mal sehen. Nee, eigentlich landet immer alles im Ordner. Ich sortiere mal alles ein. Und dann, naja, vielleicht findet sich mal jemand, der sagt, hast du die? Und dann sage ich, ja, habe ich. Okay, das war's für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, wie immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es was mit Pokémon zu sehen gibt. Bis dann, ciao.